Bei den Spinnen immer auf die Beine gucken, wie bei Medusa. Nie ins Gesicht. Enderman. Was ist denn hier los? Ich höre da gar nicht mehr auf. Wow, bleib mir fern. Wow, 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 wow. Mach mal einen ruhigen. Alter. Noch einer und ich bin tot. Vor mir ist irgendwas. Keine Spinne. Ich habe auch nichts zu essen. Doch, 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 doch. Zombie-Gehirn bringt zwar nicht viel, aber ein bisschen. Okay, wir müssen jetzt warten. Was haben wir eigentlich gerade für Trank bekommen? Trank der Heilung. Direktheilung. Geil. Alter! Alter, 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 Alter. Okay, ich muss da lang. Ist noch ein Zombie da hinten. Echt jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin sehr ruhig, ich weiß, aber ich muss echt weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weg, weg, weg. Ah, Sicherheit. Oh mein Gott, Sicherheit. Oh mein Gott, Sicherheit. Sicherheit. Alter. Das war Zombie-Gehirn weglegen und mir das Richtige zu essen holen. Das da zum Beispiel.
So, dann legen wir mal den ganzen Bummelzweck, den wir gefunden haben, TNT kommt woanders hin, das kommt glaube ich hier rein. Genau. Ein bisschen Bäume kann man auch wegtun. Na gut. Weiterarbeiten, genau. Wird doch keine sehr lange Aufnahme heute. Also nicht schwarzmäßig geplant. Mal schauen. Nur bis Mittwoch, weil ich ja Mittwoch wieder frei habe, dann nehme ich wieder eine richtige Fuhr auf. Und da kommt dann auch der Endsport für Folge 800, wo wir dann gegen den Moloch kämpfen werden. So. Nee, zurück. Nein, zurück. Ach komm schon, zurück. Ist das Schaft behindert? Stirb? Das ist bestimmt nicht von... Was? Headshot! Oh. Headshot! Ich bin nicht so gut im Headshot-Schießen. Na, komm her. Los, komm her. Na, komm her. Aua. So. Whoa. Sicherlich nicht hier, Fräulein. So. Oder mich, dass ich das schaffe, nicht sofort im nächsten Versuch untereinander zu fliehen. So wie ich diese Biester kenne. Hinterhältig und gemein, fast wie das Evil Chicken. Kannst du nicht einfach Evil Chicken sagen? Das hast du gar nicht erfunden. Okay, da sag ich es halt nicht mehr. Evil Chicken. Was? Das da noch. Oh, klack. Klack. Müsste ja auch das hier rausnehmen, gell? Wenn ich schon mache, dann richtig. Ja, genau, ich habe auch genug davon da. Das ist perfekt. Perfekto. Da nehme ich mir die Steinziegeltreppen. Gut, dass ich das abgelesen habe und nicht auswendig wusste. Da habe ich wirklich abgelesen. Hallo? Ah, super. So, und klack. Das sieht doch viel edler aus. Boing. Viel edler. Ist auch voll spannend mit der Steinspitzhacke einfach. Also es dauert zum Glück nicht übertrieben lang oder so. Du schindest Zeit im Let's Play. Natürlich. Ich muss mir das abgewöhnen, dieselben Sprüche raus so wie anderes raus. Das ist. Nein. Das ist schlimm. Darf ich nicht tun. Nein, böse auf. Böser Nerv jetzt. Klack. Hallo? Was war das denn jetzt? Na gut. Ja, wir bei Silent Sam spielen. Es kamen ein paar andere. Daylight kam noch raus. Nee, nicht Daylight, sondern Light Die. Nee, Light Death oder sowas. Light Death, irgendwie so heißt das Spiel. Ist auch so ein Zombie-Apokalypse-Spiel wie jedes andere. Hat mich auch, sah auch recht lustig aus, aber. Naja, war halt genau dasselbe wie jedes andere auch. Apokalypse ausgebrochen. Dann wird eine Quarantänestadt errichtet. Also es wird eine Mauer ringsherum gebaut, wie bei Resident Evil. Wie bei Resident Evil auch schon. Mauer um die Stadt herum gebaut. Die Überlebenden werden durch Flugzeuge versorgt. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie das natürlich funktionieren soll, dass der Baum auf der Mauer wächst. Aber es ist mir vollkommen egal. Die Überlebenden werden durch Flugzeugevorräte versorgt. Und die Regierung spielt halt den Plan, mit einer Atombombe dem alle ein Ende zu bereiten. Tada! Ja,
ja, genau dasselbe wie jedes andere Zombie-Apokalypse-Spiel auch. Ich weiß, es ist natürlich schwer, sich da was einfallen zu lassen, weil das wäre halt das logische menschliche Denken. Quarantänestation errichten und so ein Spaß, aber es muss doch irgendjemand mal auf die Idee kommen, irgendwas Neues zu machen mit Zombies. Also zum 500. Mal aus einer Mauer ausbrechen, eine Quarantänestation, das ist, oh, das ist so nervig. Das Spiel, was ich momentan spiele, State of Decay, das ist mal zumindest aus einer anderen Perspektive. Es ist anders gemacht, das finde ich geil. Das ist mal was Neues. Es ist zwar auch sowas Ähnliches, aber es ist anders umgesetzt. Sehr schön, haben wir das auch geschafft. Ja, unten dieses Wasserding. Keine Ahnung, wie wir das, wann ich das weitermachen will. Also momentan habe ich da absolut kein Interesse daran, das weiterzubauen, weil es halt echt mega nervig ist. Ich habe mir das mit dem Wassertrinken irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt, aber es ist einfach so nervig. Ich weiß, wenn wir es fertig haben, sieht es bestimmt richtig geil aus, aber momentan eher wird es doch dauern. Also mal schauen, mal schauen. Ich wollte gerade fragen, was ist das denn? So. Mal schauen, dass ich den ganzen Spaß wieder wegtue hier. Was haben wir neu gefunden? Wir haben das da noch und das da noch. Den Stein haben wir jetzt schon benutzt, der kann weg. Super. Fackeln können wir hier nehmen. Was zu essen war nicht schlecht. So, hier sind wir soweit fertig, gell? Ja, genau, hier ist fertig. Hier, das wird dann durch Rosentöpfe noch ersetzt, sobald hier irgendwie was stirbt. Hier ist aber gleich auch alles fertig. Hier habe ich normalerweise eine andere Baumart stehen. Ich weiß, das sieht anders aus im in der Kopie. In der Kopie war da Option. Wir können schon fertig. Wir gucken mal kurz rein, speichern und Kopie, Garten. In der Kopie sieht das so aus, das können wir auch gerne noch machen. Allerdings habe ich momentan keine Akazienbaum, deswegen kann ich das nicht tun. Dann können wir das auch gerne so einrichten, sieht meiner Meinung nach schöner aus. Ja, okay, und hier haben wir, habe ich das überhaupt gemacht? Den habe ich, glaube ich, gemacht, bin mir nicht sicher. Moment, Einzelspieler, so. Ja, plus auch anderer Baumart. Genau, hier, wie sieht's hier aus? Das hört so gut an. Ich wollte gerade sagen, das hört sich gut danach an. Als ob man hier vielleicht... Alter, was ist denn das heute? Ich muss... Nee, sorry, das muss halt mal das Let's Play beenden. Ihr seht, es laggt nur noch. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich muss immer ganz raus. Ich hoffe, es geht dann wieder, wenn ich hier rausgehe. Ich weiß nicht, was das heute ist. Das ist ja urstschlimm. Da schon wieder. Hallo? Ich bin wie eingefroren. Es geht gar nicht. Nee, also ich bin jetzt mal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich guck mal, was das sein soll. Was fliegt denn da? Seht ihr das? Das soll jetzt genau vor mir sein. Naja, bis jetzt beim nächsten Mal. Tschüss!